Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play der Hanna 2016. Heute wieder mal mit Raul. Hallo. Hallo zusammen. Und ja, ich habe ja letztes Mal die 7mm Kipplaufbüchse vorgestellt. Heute ist die 223er Halbautomatik dran. Und ja, wir werden hier auf Hirschfällen im oberen Bereich oberhalb der unteren Lodge, zeichne ich kurz ein, hier auf Rehe gehen. Da ich gehört habe, dass es hier am meisten Rehe geben soll, hier so in diesem Gebiet. Wenn wir wahrscheinlich irgendwie so eine Route einfach rumlaufen, mal gucken, was wir so finden. Und ja, also ich habe dabei eben die 9.3er und eben die 2.23er, die Halbautomatik Knossler und im Gepäck noch den Reverse Draw, die Reverse Draw Armbrust. Was hast du mit, Raul? Ich habe die 300er Anschütz. Anschütz und ich habe das 7mm Bullpup-Gewehr. Bullpup-Gewehr, schick. Gut, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal los. Zur Waffe erkläre ich euch dann später ein bisschen was und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge. So, ich habe jetzt Schussfeld. Und ich glaube, die wollen zum Wasserloch. Oh, das Weibchen schreckt langsam. So, 40 Meter, 50 Meter. Wenn er jetzt stehen bleibt, dann will ich ihm schön in die Seite halten. 20, 40, 60. Das heißt da. Einer steht zu dicht am. Jetzt. Tot. Ist aber der Schuss. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den noch kriegen. Wenn der jetzt das Wasser holt, dann haben wir ein Problem. Bleib stehen, nein! So, tot ist tot. Ja, ich bin jetzt hier am Rottisch. Ja, rechte Lunge, Schulterblatt. 195, ja, das ist wirklich nicht mehr so schlecht. Ein schön kräftiges Geweih. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den hier noch reinziehen kann. Nicht, dass der mir jetzt hier abhaut. Na. Alliop. So. Die Fische kommen auch schon. Jetzt fällt er wieder runter. Nein, hier geblieben. Die Fische kommen auch schon. Die wollen auch noch ein Stück. Ah, ist ein cooler Trophy-Shot. Okay, und dann werde ich jetzt wahrscheinlich erst die nächsten Rehabschüsse wieder aufzeichnen. Bis dahin. Ja, bis gleich. So, sind wir jetzt wieder. Wir haben jetzt den ersten Rotfuchs vor. Den werde ich jetzt mit der 223er gleich mal probieren zu schießen. Und danach zeige ich euch gleich mal, wo wir hier sind, weil es ist atemberaubend schön hier. Oh, der kommt verdächtig nah. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Da war der Schuss. Wie die Kugel da durchgepfiffen ist, Alter. Danke, danke. Und was ich euch zeige, guckt euch das an. Ein Panorama, wie es im Buche steht. Traumhaft schön. Und da wollte ich auch gleich mal was zur Waffe sagen. Und zwar verschießt die Kaliber 223er Kugeln. Für die, die es nicht wissen, Kaliber 223 heißt ein Projektildurchmesser von 0,223 Inch. Das sind, weiß ich nicht, ein paar Millimeter vielleicht. Ja, 6 Millimeter oder so, 7 Millimeter, weiß nicht genau. Jedenfalls relativ kleine und die sind natürlich zum Erlegen von Niederwipfelfüchsen und so natürlich prächtig geeignet, vor allem da halt durch die Halbautomatik auch viele Schussfolgen, also schnelle Schussfolgen möglich sind. Das macht die Waffe halt ziemlich vielseitig, einerseits als Sniper, weil sie ziemlich genau ist, andererseits als Waffe, mit der man halt auch mal Kojoten oder Füchse halt eben im Rudel bejagen kann, das ist natürlich auch schön. Vor allem wenn man dann zu zweit oder dritt ansitzt und dann im Rudel Kojoten oder so. Also 2, 3, 4 Stück rausnimmt, das macht natürlich dann nochmal mehr Laune. Ja, drauf habe ich das Visier 2x10x42er im Forest Camo. Sieht ziemlich schick aus und passt natürlich perfekt zur Waffe. Und ja, viel gibt es zu dir eigentlich auch nicht zu sagen. Hat er dem diese schnellen Schussfolgen, was ziemlich cool ist. 55 Grain Ballistic Tip war mit Ballett, also 55 Grain. Das Gewicht Projektil. Und ja, ich finde es ziemlich cool. Kostet auch um die 550, glaube ich, EMs. Also auch nicht so allzu teuer. Und ja, ist eine coole Waffe. Ja, wir sind jetzt hier ja Runden hochgerannt. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir rüber auf die Felder gehen. Jetzt ist eh schon 7:45. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir wegen Rehen noch Glück haben. Mal. Ah, ist nur ein Busch.
Und das geht halt auf Füchse, ist ja egal, kann man ja alles mit der 223er beschießen, macht auch gut Spaß. Man hat auch, ich glaube, das hat man wirklich gerade gesehen, dass die Kugel durch den Fuchs durchgeschossen ist. Das hat irgendwie wirklich so ausgesehen, weil ich habe abgedrückt, die Kugel ist durch und eine halbe Sekunde drauf ist der Fuchs zusammengebrochen. Sah richtig cool aus. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier noch weitergehen über den Fluss und gucken, was wir so noch finden. Und dann zeige ich euch noch ein paar schöne Abschüsse. Bis gleich. So, und hier sehen wir jetzt, ich habe hier jetzt das Weibchen im Fadenkreuz und die Böcke sind ja jetzt beide weggerannt, soweit ich das jetzt vernommen habe. Und jetzt werde ich einfach mal probieren, das hier mit dieser 223er. Jo, liegt direkt im Knall. Sehr schön. Ja, man sieht schon, die Waffe hat ausreichend Power für die Tiere, wenn die Trefferlage stimmt. Dann passt das auch. Und wir haben jetzt auch noch, also ich habe vorhin noch einen Fuchs gehört. Ich weiß nicht, ob du den auch gehört hast. Der dürfte vorne irgendwo auf dem Feld sein. Den werden wir, denke ich, auch noch kurz mal suchen gehen. Und ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Es ist jetzt halt schon 8:06 Uhr, das heißt, die Fresszeit von den Tieren ist jetzt eigentlich vorbei. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das jetzt hier handeln werde. Aber ich denke, wir werden jetzt einfach eben, ja komm, lass mal kurz rennen, das wird schon nicht alles ausmachen. Ich denke, wir werden jetzt einfach das Weibchen hier aufnehmen und dann rübergehen zu den Wildschweinfeldern nochmal. Mal gucken, ob wir da noch den einen oder anderen Fuchs oder Reh kriegen. Und wenn wir da sind, dann holen wir euch wieder dazu. Okay. So, sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt das nächste Reh vor. Und Raul hätte auch noch irgendwo eins. Ja, es ist halt jetzt blöd, weil wenn es jetzt weiter vorrennt, dann ist es. Oh. Das ist jetzt meins. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt nicht schieße, dann rennt es weiter vor und dann wird es mich wahrscheinlich wittern, wenn es hinterm Hügel wieder raufkommt. Aber ich sehe es gerade ohnehin nicht. Von dem her ist ja jetzt eher irrelevant. Na, wo ist es denn? Da ist es. Soll ich schießen? Ja, schieß. Liegt. Ja, ist eine wirklich saucoole Waffe. Und relativ leise. Ja. Lass erstmal nur gehen. Und halt oder halt schleichen dann mal. Nicht, dass wir jetzt noch vielleicht das noch in der Zeit mal näher und gehen und nicht, dass da noch eins wäre. Wir das dann durchrennen, dann verscheuchen würden. Aber ich gehe jetzt erstmal Flotte, sage ich jetzt mal, zu meinem Reh hin. Dass ich das mal aufsammeln kann. Ich weiß nicht, ich glaube, wir gehen dann einfach rüber auf die Felder, oder? Die sind dann direkt vor uns da. Da können wir sicher auch noch den einen oder anderen Abschuss holen. Okay. Aber bisher läuft es echt gut, finde ich. Ich meine, ich finde die Waffe halt sau cool, weil erstens gefällt sie mir wegen dem taktischen Look so. Und andererseits ist ja auch wirklich, wie man sieht, als Sniper wirklich echt gut und halt auch als eben mit schnellen Schussfolgen. Der Schuss sah auch wieder gut aus. Ja, wieder rechte Lunge, Herz. Gut, dann gehen wir mal eben rüber zum Feld und holen euch gleich dazu. So, und hier sind wir jetzt auch wieder. Ich habe jetzt die nächste Ricke vor und werde jetzt probieren, wieder zu schießen. Der ging in die Lunge. Dürfte eigentlich gleich liegen. Ich glaube, das liegt. Der war ein bisschen zu hoch, das hat man schön gesehen, wo die Kugel getroffen hat. Und das war, denke ich, genau in die Lunge. Aber auch bei dem Lungentreffer rennt das Viech normalerweise nicht weiter als 5 Sekunden, also nicht länger als 5 Sekunden. Ja, da bleibt ihm die Buste weg. Ja, er liegt. Ist tot. Da sind wir Gut. jetzt am Reh. Und mir ist gerade was aufgefallen, guckt euch die Scheiße an. Man kann die Rehe jetzt so. Das ist ja richtig cool. Früher waren die Viecher halt wie so Steine. Aber die kann man jetzt wirklich verschieben, wenn man nicht über sie drüber rennt. Die kann man jetzt so. Warte, ich knie mich mal hin. Die kann man jetzt so verschieben ein bisschen. Ich habe es gerade vorhin von da darüber verschoben. Richtig cool. Kann hier die Füße und so bewegen. Nice. Und, jo. Rechte Lunge. 4,1 Sekunden Verletzungszeit. Hat nicht mehr lang gelitten. Und ja, wir werden jetzt noch gucken, dass wir vielleicht einen Fuchs oder einen Reh noch kriegen, für Raul noch einen Hirsch oder eine Sau. Und dann werden wir die Folge auch schon beenden. Also, bis gleich. So, und hier sind wir jetzt Oh, auch. warte mal, da ist ja noch einer. Entschuldigung. Noch einer? Da ist ja noch. Ja.
Naja, jedenfalls haben wir hier Deine. Zaun vor und ja, ich weiß nicht, wo ist denn der andere? Der ist noch weiter vor, noch mehr links. Noch mehr links, Rechts. rechts. Bei den Heuballen. Bei den Heuballen. Rechts ist gerade verschwunden, wie der andere, der verschwindet jetzt dann auch gleich. Ja. Ist blöd, weil ich keinen Caller habe. Was man auch machen könnte, ist jetzt schießen auf die Hintern, dass die anderen hochrennen und dann versuchen, die noch mitzustrecken. Jetzt momentan gar keinen mehr. Ja, jetzt sind sie alle da unten in dieser Kuhle drin. Jetzt kommen sie. Ich glaube, dein Keiler kommt wieder hoch. Siehst du schon? Komm mal zu mir. Ganz langsam gekrochen. Von hier müsstest du besser schießen können. Okay, dein Keiler ist jetzt ganz rechts wieder, ne? Der ist der vorderste. Genau, ja. Ja, ich habe ihn. Und ja, ich weiß nicht, wo meiner ist. Ich glaube, meiner ist der letzte. So, ich glaube, wir werden jetzt schießen, oder? Ja. Okay, also kannst du auf deinen. Ja. Gut, dann. 3, 2, 1. Ich hab die Sau erwischt, ich Idiot. Der ging in den Boden. Gott, Alter. Oh, guck, lol, da fliegt ein Fasan weg. Oh, der hat getroffen. Der hat definitiv getroffen, der letzte. Hundertprozentig. Lass mal flott dahin gehen, dass wir die gleich nachsuchen. Ja. Hey, guck mal, dahinter steht noch was. Dahinter steht noch was. Stopp, 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 stopp. Ja, Dahinter mach ist noch ein deinen auf Reh. Angriff. Ah Lol. ja, ich seh's. Wie das Reh halt einfach stehen bleibt, ne? So, YOLO. Warte, warte, warte. Ja, hau ihn weg. Oh, Scheiße. Bisschen zu hoch. War ein bisschen hastiger Schuss. Bin gespannt, ob Warte das hält. mal. Und das kann ich ja nochmal nachschießen. Okay, da rennt noch rote Schwecke, als ob. Aber der buggt. Hä, was geht denn jetzt ab hier, Alter? Siehst du den Rotisch da? De, wo? Aber ich schieß mal drauf und gucken, was passiert. Ja, lol, das ist von mir nichts, dir nichts, nur noch ein Rotisch. Okay, das war jetzt ein bisschen chaotisch. Wir gehen jetzt mal Tiere nachsuchen, dann sehen wir weiter. So, und hier sind wir jetzt am Reh angekommen, den Rotisch oder das Rotischweibchen haben wir jetzt noch nachgesucht und gefunden. Das ist da noch ein bisschen verbuggt irgendwo beim Fluss gelegen und ja. Und jetzt haben wir hier noch das Reh, das letzte. Und ja, ich hoffe mal, euch hat das gefallen. Ich kann die Waffe wirklich weiterempfehlen für Niederwild und Rehjäger, da sie wirklich unglaublich vielseitig ist. Ein schönes Sniper, also schön zum Snipern geeignet ist, aber auch gleichzeitig schnelle Schussfolgen möglich sind. Das heißt, in so, ja. Auf so Rudelschüsse und so ist sie sehr gut geeignet und deswegen mag ich die eigentlich wirklich. Sie sieht auch mega cool aus, ist der nächste Pluspunkt und ja. Ja, danke Rolf fürs Mitmachen. Danke dir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, haut rein, bye bye. Tschüss zusammen.